Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplänter. Meine Mutter nervt mich ja jetzt schon seit einiger Zeit, dass ich mich endlich gegen die Grippe impfen lassen soll. Grundsätzlich finde ich sehr sinnvoll und ich bin auch absolut nicht gegen Impfungen. Die sollte man schon machen lassen, meines Erachtens. Aber gegen die Grippe ist doch im Grunde nichts anderes als eine Erkältung. Und da musste ich jetzt lernen, genau da liege ich falsch. Die Grippe ist eben nicht wie eine einfache Erkältung, sondern viel, viel schlimmer oft. Noch immer sterben Menschen daran, teilweise in ganz schweren Fällen sogar innerhalb weniger Tage. Und wenn wir uns nicht impfen lassen, dann können sich diese Grippeviren ganz einfach weiter verbreiten. So wie 1918. Da sind mindestens 25 Millionen Menschen an einem Influenza-Virus gestorben. Eventuell waren es sogar bis zu 50 Millionen weltweit. Bekannt wurde die Grippewelle unter dem Namen Spanische Grippe. Und darüber sprechen wir heute. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Tach. Hi. Die spanische Grippe, kam die denn aus Spanien oder wieso heißt die so? Nein. Sie kam nicht aus Spanien und Spanien sollte auch nicht als Ursprung dieser verheerenden Grippe sozusagen denunziert werden. Der Grund ist, wie oft, sehr viel profaner. Spanien nahm nicht am Ersten Weltkrieg teil und deshalb gab es dort auch keine Pressezensur wie in den Staaten, die eben an diesem Krieg teilgenommen haben. Die ersten Berichte über die Grippe kamen in allen europäischen Nachrichtenzentralen an, wurden aber dort zensiert, eben wegen des Krieges. Aus Madrid, nicht am Krieg teilnehmend, gab es im Mai 1918 die ersten Berichte, wonach in Spanien einige Millionen Menschen an diesem Virus sich infiziert hätten. In der Hauptstadt Madrid nahm die Krankheit diesen Berichten zufolge jedenfalls dramatische Ausmaße an. Büros und Geschäfte mussten geschlossen werden, der öffentliche Personennahverkehr wurde eingestellt. Diese und weitere Berichte sorgten dann dafür, dass diese Pandemie, die sich auf der ganzen Welt ausbreitete, den Namen spanische Grippe bekam. Und die wurde auch immer und überall so genannt? Naja, es gab schon unterschiedliche Bezeichnungen, eben wegen der Zensur. In Deutschland zum Beispiel durften die Zeitungen nicht über Krankheiten berichten, die sich unter den Soldaten an der Front ausbreiteten, wohl aber über Krankheitswellen natürlich in der Zivilbevölkerung. Deshalb geisterten Begriffe wie Blitzkatarrh durch die Gazetten. In den USA, die ja seit April 1917 auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten waren, wurde die Grippe wegen der Hautverfärbung Purple Death genannt. Und in Großbritannien hieß sie schlicht und ergreifend Flandrische Grippe. Wie lange hat es gedauert, bis die Ausbreitung dann gestoppt war? Also die spanische Grippe hat eigentlich das ganze Jahr 1918 in Europa gewütet, in manchen Teilen der Welt sogar noch weit bis ins Jahr 1919 hinein. Es waren also insgesamt betrachtet mehr als 12 Monate, in denen die Grippe sich wie in einer Wellenbewegung mal mehr, mal weniger ausbreitete und eben sehr viele Millionen Tote forderte. Außergewöhnlich an dieser Grippe war, dass sie in relativ kurzen Abständen immer wieder auftauchte, während früher bei anderen Pandemien sehr viel größere Zeitabstände zwischen den Erkrankungswellen zu beobachten gewesen waren. Das erinnert mich alles so ein bisschen an den schwarzen Tod, die Pest. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der einen Stunde History. Gab es noch mehr solcher Pandemien in früheren Zeiten? Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Berichte über Seuchen oder Krankheitswellen, deren Ursachen man in der Antike nicht kannte und vor deren Auswirkungen die Menschen sich auch kaum schützen konnten. Ein paar Beispiele. Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert forderte die Antoninische Pest über einen Zeitraum von 25 Jahren sehr viele Opfer. Die genaue Zahl kann man nicht sagen, aber es gibt Quellen, die von 2000 Toten täglich allein in Rom berichten. Also es wird fürchterlich genug gewesen sein. Etwa 400 Jahre später brach die Justinianische Pest aus, benannt nach dem damals herrschenden Kaiser Justinian. Es war vermutlich die Beulenpest, die in einem 12-jährigen Rhythmus ungefähr 200 Jahre lang immer wieder auftauchte und für eine erhebliche Dezimierung der Bevölkerung im Mittelmeerraum und im Nahen Osten sorgte. Die Pest, du hast es eben erwähnt, die kennen wir aus dem Mittelalter. Der Schwarze Tod wütete zwischen 1347 und 1353 und manche Forscher glauben, dass diese Pest bis zu 50% der europäischen Bevölkerung getötet hat. Und damit sich die Grippe nicht nochmal so ausbreiten kann, gibt es ja jetzt auch die Impfung. Ich muss dringend nochmal zu meinem Arzt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Ende Mai 1918, da wurde das erste Mal von Nachrichtenagenturen gemeldet, dass da eine Krankheit in Spanien ausgebrochen war. Reuters hat damals die Meldung bekommen, Zitat, eine merkwürdige Krankheit mit epidemischem Charakter ist in Madrid aufgetreten. Diese Epidemie verläuft harmlos, keine Todesfälle bisher gemeldet. Das sollte sich aber noch ändern. Daniel Sulzmann aus dem History-Team über die verheerende pandemische Grippe.
Bereits im Frühjahr und Sommer 1918 war es in Europa zu einem ersten Ausbruch einer großen Grippewelle gekommen. Es starben Babys und Kleinkinder, schwache Erwachsene und die Alten. Manch einer dachte an die Pest, verfärbten sich die Toten doch dunkelbraun, bräunlich-violett, aufgrund der rasend voranschreitenden Unterversorgung der Kranken mit Sauerstoff, durch die Zerstörung von Lunge und Bronchien, denn meist ging mit der Krankheit auch eine tödliche Lungenentzündung einher. Wie wir heute wissen, befiel eine veränderte Variante des Virus die Menschen. Das zeigte sich auch an der deutschen Westfront in Belgien und Frankreich. Das ist heute schon der 15., den Sie hierher bringen, aus der gleichen Kompanie. Wenn das so weitergeht... Gut, ich sage Ihnen, Kollege, im Herbst sind immer Leute an der Grippe erkrankt, aber das hier sprengt doch alle Dimensionen. Die Kranken fühlen sich sofort derartig matt und schlapp und dann das Nasenbluten. Himmel, Donnerwetter nochmal, das ist doch wirklich übel. Sehr verehrter Herr Generalstabsarzt, mir fehlt da gänzlich die Erfahrung. Wenn ich mich hier aber so umsehe, sehe ich kaum Männer aus dem Frontabschnitt, in dem schon im Frühjahr die Influenza ausgebrochen war. Man sollte meinen, Sie verzeihen mir die Anmerkung, bei der Versorgungslage unserer Männer, die nun wirklich besser sein könnte, träfe es vor allem die Schwachen und sowieso schon Kranken, aber weit gefehlt. Es trifft die Jungen, starken, gesunden. Hier ein Bericht aus einem Gefangenenlager in Württemberg. Die kräftigen, eigentlich gesünderen Gefangenen der Arbeitskommandos aus den dünner besiedelten Landstrichen sterben eher an der zweiten Welle als die unterernährten, geschwächten Lagerinsassen, die aufgrund der höheren Menschendichte im Lager eher mit den Viren der ersten Welle in Berührung gekommen sind. Sehen Sie, hier drüben, der kräftige Gefreite, Gott hab ihn selig. Der Ablauf war fast schon unheimlich typisch. Erst Kopfschmerzen, allgemeines Mattigkeitsgefühl, Husten, Gliederschmerzen, Nasenbluten und jetzt schon Exitus. Der Mann wurde erst gestern Morgen eingeliefert. Es ist mir ein Rätsel. Eine Cousine von mir arbeitet als Krankenschwester im Lazarett in Soissons. Hören Sie, was sie in ihrem Brief schreibt. So wurde ich nachts von einem Soldaten, der eben noch gehen konnte, in den Festsaal gerufen, wo nur Leichtkranke liegen sollten und wo deshalb keine Nachtwache gedacht war. Ich nahm es erst auch an und bin sehr erschrocken, denn wo ich doch klar denkende Menschen in der Stockfinsternis erwartete, stand ich lauter irren, fantasierenden Sterbenden gegenüber. Und immer allein, allein. Alle Ärzte waren zu krank, alle Schwestern hatten ja Grippe. Die Ärzte ließen mir sagen, wir können nicht mehr als sie, denn alle Mittel waren erschöpft. Hören Sie, wir sind ein deutsches Armeekorps. Das Ganze schwächt in der Tat allmählich auf ganz bedenkliche Art unsere Kampfkraft. Ich ordne daher wie folgt an. Strenge Isolierung auch der leichtesten Fälle, Belehrung der Mannschaft, Verbot des Ausspuckens auf den Boden, Aufstellen von Spucknöpfen mit desinfizierenden Lösungen und von Gefäßen zum Desinfizieren der Taschentücher vor dem Waschen, Desinfektion und gute Durchlüftung der Quartiere, in denen Erkrankungen vorgekommen sind. Zu Befehl, Herr Generalstabsarzt. Ich werde es sofort weiterleiten. Wenn das so weitergeht, wie Sie vorhin bemerkten, dann gnade uns Gott. Und machen wir uns nichts vor, jetzt, wo sich hier doch wohl eher alles dem Ende zuneigt, werden Sie mir nachsehen, wenn auch in der Heimat, ja, man darf sagen, weltweit, die größten Probleme zu vermuten sind. Und nicht nur dort, man hört gerüchteweise, dass die uns gegenüberstehenden Amerikaner mehr Leute durch die Influenza verlieren als durch unsere Geschütze. Und so stehen wir hier im Herbst des Jahres 1918 und das Schlimmste kommt wohl noch. Der Arzt im Lazarett an der deutschen Westfront im Herbst 1918 behielt leider recht. Die spanische Grippe sollte noch sehr viele Menschen das Leben kosten und wütete bis Anfang der 20er Jahre. Schätzungen schwanken zwischen 15 und 70 Millionen Toten weltweit. Selbst im fernen Java in Indonesien erinnern sich bis heute Menschen an folgenden Satz aus dieser Zeit. Morgens krank, abends tot, abends krank, morgens tot. Wie ein Grippevirus die Welt erobert und mindestens 25 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Daniel Sulzmann war das.
Eben haben wir gehört, wie sich die spanische Grippe ausgebreitet hat und was das auch für die Menschen dann bedeutet hat. Das Warum, das kläre ich jetzt mit Dr. Wilfried Witte. Er ist Historiker und Arzt und arbeitet als Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an der Charité in Berlin. Hallo, Herr Witte. Guten Tag. Wo kam denn die Grippe 1918 her? Ja, ich denke mal, es macht Sinn, da einen Begriff hineinzubringen, der aus der Erinnerungsforschung kommt. Und zwar ist der vom französischen Historiker Pierre Nora, der eben diesen Begriff des Lieu, des Mémoire, also des Erinnerungsortes geprägt hat für so symbolische Verortungen grundlegender Tatbestände und Entwicklungen in der Geschichte. Denn das Einzige, was man nach meiner Einschätzung verbindlich über den Ursprung der spanischen Grippe sagen kann, ist, dass ihr Erinnerungsort die Schützengräben der Westfront des Ersten Weltkrieges sind. Also das ist das, wo sich sozusagen die Fantasien darum drehen, wo es eigentlich hergekommen sein müsse. Es scheint zwar als plausibel, dass die Bedingungen der Materialschlachten des Großen Krieges eine maßgebliche Rolle gespielt haben, eben bei der Entwicklung der Grippepandemie hin zu einer desaströsen Pandemie, wie sie in der zweiten Welle auftrat. Da könnte man dann den Gaskrieg anführen, nur das kann man nicht beweisen. Vor dem Hintergrund des Umstands, dass die spanische Grippe sich in ihrem Verlauf, auch in ihrer pathologischen Potenz gewandelt hat, ist allerdings auch die Frage, wie wichtig die Frage nach dem Ursprung eigentlich ist. Es kann auf jeden Fall nach dem heutigen Stand der Forschung nicht entschieden werden, ob die spanische Grippe aus den USA kam, wie man lange angenommen hat, oder von asiatischen Arbeitern aus China oder Indochina oder an der Front selbst initial zum Vorschein gekommen ist. War die Tatsache, dass es Weltkrieg war, dann auch der Auslöser dafür, dass sich das Ganze in eine Pandemie entwickelt hat? Was klar ist, ist, dass Grippe ja eine Erkrankung ist, was wir alle wissen, die saisonal auftritt. Also man könnte sagen, die kommt sowieso. Jetzt ist ja die Frage, warum sie in der ersten Welle so massenhaft auftritt, sodass so viele erkrankt sind, was ja über das Normale hinausging, und weswegen sie dann in der zweiten Welle so tödlich wurde. Und sicherlich macht es keinen Sinn, das sozusagen aus heutiger Sicht allein virologisch im engeren Sinne zu betrachten, sondern man muss die Umgebungsfaktoren mit bedenken, und da spielen natürlich die Bedingungen des Ersten Weltkriegs eine Rolle. Bloß Sie können es eben nicht genau benennen, was und wie. Das heißt, Sie können auch nicht genau, oder man kann nicht genau benennen, warum sie sich so extrem schnell ausgebreitet hat? Nein, nicht wirklich. Also natürlich sind Transportwege des beginnenden 20. Jahrhunderts in ihrer Ausbreitung, Verzweigtheit und Geschwindigkeit weit entfernt von heutigen Verhältnissen der Globalisierung. Aber es gelang eben doch, um es jetzt auf einen Akteur zu beziehen, dem Virus sich rasant schnell auszubreiten. Verheerend war das eben noch nicht während der ersten Welle, aber in der Zeit infizierten sich viele, obwohl relativ wenige starben. Publizität erlangte die Seuche erst, als dann eben das nicht kriegführende Spanien im Mai 1918 meinte, vermelden zu müssen, dass es wohl eine spanische Erscheinung sein müsse. Das nimmt auch ein bisschen Bezug auf das althergebrachte Motiv der Grippegeschichte, dass man Grippe eben wie eine Erkältung, als mäßig und geradezu wie eine Modeerscheinung klassifiziert, was es ja während der ersten Welle weitestgehend noch war. Das konnte man da noch anbringen, aber Ende August trat dann eben die zweite Welle gleichzeitig im französischen Brest, im amerikanischen Boston, im westafrikanischen Freetown auf und verbreitete sich rasend schnell. Das waren dann keine prinzipiell anderen Wege als diejenigen der ersten Welle. Aber man kann schon konstatieren, dass die Truppentransporte und Schiffspassagen die Hauptverbreiter waren. Nur eben dann kam in der zweiten Welle eine ausgesprochene Pathogenität hinzu. Die Krankheit wurde massenhaft tödlich. Man sieht das am auffälligsten im zweigeteilten pazifischen Samoa. Im östlichen Teil, der keine Schiffe anlanden ließ, blieben die Menschen quasi verschont. Im westlichen Teil starb fast ein Drittel der Bevölkerung. Sie haben gesagt, diese zweite Welle war extrem tödlich. Daran sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Warum war diese Welle so tödlich? Also in der Zeit gab es ja keine Virologie. Es gab den Begriff des Virus durchaus, aber der war noch aus heutiger Sicht diffus. Also das war etwas, was noch kleiner war als Bakterien, was man nicht im Lichtmikroskop und andere gab es nicht sehen konnte, was filtrierbar war durch Porzellanfilter, also noch was Kleineres, was durchging durch die Öffnungen. Aber es war nicht recht benennbar und es setzte sich gerade in der deutschen Mikrobiologie auch erstmal nicht durch als Lehrmeinung. Und man muss aus heutiger Sicht natürlich davon ausgehen, dass dieses Virus eben eine
eine Wandlung erfahren hat. Da gab es schon verschiedenste Theorien, dass es beispielsweise im Baskenland gerade als so eine Art Passage hin zu den Kriegsfeldern, dass es dort passiert sei. Aber das ist auch nicht genau benennbar. In jedem Fall ist natürlich davon auszugehen, dass es Wandlungen gegeben hat, die eben dann diese ausgesprochene pathogene Wirkung entfalten konnten. Es hat ja Versuche gegeben, diese Seuche einzudämmen durch Hygienemaßnahmen und Quarantänemaßnahmen und sowas. Aber das hat ja alles nicht so richtig geklappt. Hätte es andere Möglichkeiten damals gegeben, um diesen schlimmen Verlauf aufzuhalten? Ja und nein. Also wie gesagt, gerade habe ich das Beispiel Samoa angeführt. Das ist natürlich ein sehr überschaubarer Rahmen gewesen. Dort hat Quarantäne tatsächlich einen Erfolg gebracht. Für größere kriegführende und so nicht abgrenzbare Länder wäre das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich gewesen. Die sogenannten nicht pharmazeutischen Maßnahmen hätten aber wahrscheinlich schon einen Erfolg bringen können, wenn man sie umgesetzt hätte oder wenn man überhaupt daran gegangen wäre. Eine Garantie hätte es aber auch nicht gegeben. Also in der Schweiz ist das einigermaßen systematisch zumindest versucht worden. Ohne großen Effekt, muss man sagen, aber die haben es immerhin versucht. Nun muss man allerdings auch dazu sagen, dass im Deutschen Reich diese Versuche gar nicht unternommen wurden. Also es gab auf übergeordneter Ebene eine komplett ignorante Position. Es gab auf Reichsebene, aber auch auf Ebene der politischen Leitung der entsprechenden Länder überhaupt keine koordinierten Maßnahmen. Wenn man gar nichts macht, kann man auch nichts erreichen. Warum sich das Grippevirus 1918, 1919 so schnell und so großflächig ausbreiten konnte, habe ich besprochen mit dem Arzt und Historiker Dr. Wilfried Witte. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Bis heute sagt man, es gibt zwei Wege, die Grippewelle aufzuhalten. Nämlich einmal durch Impfung und durch Hygienemaßnahmen. Also immer gut die Hände waschen zum Beispiel. Vor allem, nachdem man Sachen angefasst hat, die viele andere Menschen auch schon angefasst haben. Türgriffe zum Beispiel. Impfungen gegen die Grippe gab es 1918 noch nicht. Aber natürlich Hygienemaßnahmen. Die hat es schon gegeben. Matthias, welche waren das? Naja, also das wichtigste Gegenmittel schien den damaligen Behörden jedenfalls die Quarantäne zu sein. Wenn Schiffspassagiere unterwegs erkrankt waren, egal woran, und in einem amerikanischen Hafen festmachen, dann wurden sie erstmal separiert. Aber das war natürlich angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten in einen Weltkrieg verwickelt waren, nicht flächendeckend durchzuhalten. Also gab es Ratschläge der Gesundheitsbehörden, sich penibel reinlich zu halten, sonstige Infektionen zu vermeiden, Handtücher oder Bestecke niemals mit anderen zu teilen. In New York wurden Schilder angebracht, auf denen vor Ausspucken auf der Straße gewarnt wurde, weil das Grippe und Tuberkulose fördern könnte. Antiseptische Sprays feierten Hochkonjunktur, aber auch so skurrile Hinweise wie Frauen sollten doch blickdichte Schleier tragen, die würden sie nicht nur vor Infektionen schützen, sondern sie stünden ihnen obendrein auch noch besonders gut. Das heißt, es waren eben nicht nur die Soldaten im Ersten Weltkrieg betroffen, sondern auch die Zivilbevölkerung. Aber sowas wie wirksame Grippemittel oder eben eine Impfung gab es damals noch nicht. Nein, also Therapien kannte man nicht. Es wurden Symptome gelindert, aber man konnte eben die Krankheit nicht wirklich bekämpfen. Dabei griffen die Ärzte auf die Erfahrungen der letzten großen Grippewellen am Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Aber es gab viele Patienten, die ein Leben lang unter den Folgen dieser spanischen Grippe zu leiden hatten. Viele von ihnen hatten neurologische Störungen, die sich wie bei Parkinson-Erkrankungen bemerkbar machen konnten. An den Folgen seiner Erkrankung starb der berühmte Soziologe Max Weber Mitte 1920, also 2 Jahre, nachdem der letzte Schub dieser spanischen Grippe über Europa hinweggegangen ist. Mitte 1918 war übrigens auch der Großvater von Donald Trump, Frederick, an der spanischen Grippe gestorben. Es war also eine Pandemie, vor der man sich wirklich nur sehr schwer schützen konnte. Naja, zumindest das hat sich ja zum Glück geändert. Danke dir, Matthias. 1918, das war nicht nur das Jahr, in dem die spanische Grippe sich ausgebreitet hat, es war auch das Jahr, in dem noch der Erste Weltkrieg getobt hat und dann Ende des Jahres beendet wurde. Und so auf so einem Schlachtfeld, da sind die hygienischen Bedingungen ja nicht unbedingt optimal. Lässt sich vermuten, dass auch viele Soldaten an der Grippe erkrankt sind. Ob das wirklich so war, das kläre ich mit Dr. Eckhard Michels. Er ist Professor für Deutsche Geschichte an der University of London. Hallo, Herr Michels. Ja, guten Abend. Hatte die spanische Grippe irgendwie Einfluss auf den Kriegsverlauf? Also einen direkten Einfluss auf den Kriegsverlauf kann man nicht feststellen, weil beide Seiten, also sowohl die Entente-Truppen wie auch die deutschen Truppen betroffen waren und dadurch auf beiden Seiten eine Schwächung der Streitkräfte kurzzeitig hervorgerufen worden ist. Wenn man das genauer anschaut, dann
hat die erste Welle der spanischen Grippe die deutschen Truppen im Sommer 1918 erwischt, als sie die letzten Offensiven an der Westfront durchgeführt hat, und dadurch ist eine gewisse Schwächung entstanden, aber auf der anderen Seite waren natürlich die verteidigenden Entente-Truppen ebenso geschwächt. Und im Herbst 1918 bei der sogenannten zweiten tödlicheren Welle der spanischen Grippe sind die amerikanischen Truppen, die aus Amerika nach Europa verschifft worden sind, ausgedünnt worden, um die Ausbreitung der Grippe zu verhindern. Aber selbst das hatte keinen kriegsentscheidenden Einfluss, weil die deutschen Truppen zu diesem Zeitpunkt an der Westfront sich sowieso im Rückzug und in der Auflösung befanden. Wurde das Ganze denn irgendwie politisch bewertet, also zum Beispiel als Kampfmittel der alliierten Gegner? Nein, das ist in der regierungsamtlichen Propaganda nicht verwendet worden, weil alle Regierungen, ob nun die deutsche oder die Entente-Regierungen, ihre eigenen Bevölkerung nicht beunruhigen wollten. Deswegen hat man das ganze Thema spanische Grippe in den öffentlichen Verlautbarungen eher ignoriert. Und wenn man gesagt hätte, die spanische Grippe ist jetzt die Tat der Deutschen, das hätte nur zu viel zu großer Beunruhigung geführt. Das schloss natürlich nicht aus, dass normale Menschen, ob in Großbritannien oder in Frankreich oder in den USA oder in Deutschland, schon Verbindungen zwischen der Kriegssituation und der Grippe hergestellt haben. Für die Menschen mit dem damaligen Horizont erschien das anders nicht erklärbar, dass so eine schwere Grippewelle aufkommen konnte. Und wie wurde das Ganze der Bevölkerung in Deutschland erklärt? Na, in Deutschland, wenn Sie jetzt die regierungsamtlichen Verlautbarungen ansehen, ging es in erster Linie darum, abzuwiegeln und zu beruhigen. Das heißt, es wurde gesagt, es ist nur eine Grippe, es ist nicht die Lungenpest, wie es ursprünglich gerüchteweise vermutet worden war. Es wurde auch explizit gesagt, es ist die spanische Grippe. Spanien war ja ein neutrales Land im Ersten Weltkrieg. Das an sich sollte schon eine Art beruhigende Botschaft sein. Und die Behörden haben eigentlich das ganze Thema relativ ignoriert. Während natürlich in der normalen Bevölkerung durchaus Verbindungen gemacht worden sind zu der Kriegssituation, vor allen Dingen zu der allgemeinen Schwächung der Volksgesundheit als Folge des Mangels an Lebensmitteln. Dieser Mangel war ja seit 1916, 17 spürbar, und viele normale Bürger auf der Straße glaubten halt, die Grippe sei Folge dieser mangelnden Ernährungsmöglichkeiten. Aber wie konnte sowas dann ignoriert werden? Es sind doch tausende Menschen daran gestorben, vor allem auch Soldaten. Na, wenn Sie die Statistiken angucken, dann sind mehr Zivilisten prozentual gestorben als Soldaten, weil Soldaten damals, wie auch in späteren Zeiten, stets eine bessere medizinische Versorgung hatten als Zivilisten. Und man muss natürlich auch bedenken, dass Anfang des 20. Jahrhunderts Tod durch Krankheit, durch Seuchen durchaus noch verbreitet war oder zumindest in der generationellen Erinnerung vorhanden war, sodass die Leute einfach auch nicht so einen Erwartungshorizont hatten. Die Behörden müssen jetzt etwas tun, wie wir das vielleicht heute haben, wenn eine schwere Grippewelle über Deutschland kommen würde. Wurde das denn tatsächlich als schwere Grippewelle wahrgenommen oder ist das so in den Wirren des Krieges ein bisschen untergegangen? Also man war sich schon bewusst, dass vor allem diese zweite Welle, die ja ungefähr 2/3 aller Todesfälle verursacht hat, ein besonders schwerer Ausbruch der Grippe war. Aber das wurde eigentlich nur als eine Art zusätzliche Prüfung in diesen ohnehin schweren Kriegszeiten angesehen, in denen Millionen von Soldaten schon gestorben sind oder verkrüppelt sind, in denen Kinder an Unterernährung gestorben waren oder alte Menschen an Unterernährung oder anderen Infektionskrankheiten gestorben waren. Sie haben ja auch den Anstieg anderer Krankheiten im Ersten Weltkrieg, zum Beispiel Tuberkulose, hat sich als Folge der schlechten Ernährung und der schlechten Wohnverhältnisse ausgebreitet. Und im Zuge dieser generellen Ruinierung der Volksgesundheit schien die spanische Grippe dann nur ein kleiner Teil zu sein. Gegen Tuberkulose gab es meines Wissens nach im Ersten Weltkrieg dann eine Impfung für die Soldaten. Gab es das für die oder gegen die Grippe auch? Nein, Impfungen gab es erst weit nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Grippe. Man war dieser Krankheit ausgesetzt. Man konnte nichts machen, außer zu sagen, meidet eng belegte Räume oder die Straßenbahn. Es wurde auch gesagt, regelmäßiger Alkoholkonsum könne helfen. Aber an sich hatte man keine Mittel, um gegen die spanische Grippe etwas zu machen. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in der neutralen Schweiz. Die Schweizer Behörden sind wesentlich forcierter gegen die Grippe vorgegangen, aber haben letztendlich genauso wenig Menschen vor dem Tod bewahren können wie in Deutschland.
Und es ist auch interessant, wenn Sie in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg blicken, die Ärzte haben sich hauptsächlich auf die Bekämpfung anderer Krankheiten konzentriert, wie zum Beispiel der Tuberkulose, aber nicht auf die Grippe, weil man gesagt hat, wir haben ohnehin noch nicht die Mittel, diese Krankheit zu bekämpfen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, da irgendwelche Ressourcen zu verschwenden. Welchen Einfluss die spanische Grippe auf den Ersten Weltkrieg hatte, habe ich besprochen mit Professor Eckhard Michels. Danke Ihnen für die Information. Ja, bitte, gern geschehen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Viren können sich ja heutzutage richtig einfach ausbreiten und vor allem total schnell und weltweit. Da braucht sich nur irgendjemand in Texas oder in Singapur mit irgendwas anstecken, steigt ins Flugzeug, bringt das Virus dann nach Europa, nach Asien oder sonst wohin. Dann wird es da verteilt und zieht mit mehr betroffenen Menschen weitere Kreise. Und zack, haben wir eine Pandemie, eine weltweite Erkrankung an irgendeinem Virus. Was dagegen getan wird, das bespreche ich mit Professor Jürgen May. Er ist Infektionsepidemiologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Hallo, Herr May. Guten Abend. Ist es denn inzwischen zweifelsfrei geklärt, woher die spanische Grippe kam? Das ist natürlich schwierig herauszufinden, wie eine Epidemie entstanden ist, die vor 100 Jahren stattgefunden hat, aber mit modernen genetischen Methoden ist es gelungen, vor einigen Jahren ein ziemlich gutes Bild zu zeichnen. Und die spanische Grippe kam offensichtlich nicht aus Spanien, wie man erstmal denken könnte, sondern sie wurde das erste Mal in Spanien oder aus Spanien berichtet. Das hat aber politische Gründe und offensichtlich ist diese Erkrankung das erste Mal im mittleren Westen der USA aufgetreten, soweit man das heute weiß. Es gab im Rahmen des Ersten Weltkriegs Lager, Kasernen für Soldaten in Kansas und dort gab es ideale Bedingungen für die Verbreitung der Viren. Viele tausende Soldaten waren auf engem Raum zusammengefercht und die haben dann von dort die Seuche mit nach Europa genommen. Zum Ersten Weltkrieg dann? Genau. Sie haben eben gesagt, es waren viele, viele Soldaten auf engem Raum zusammen. Wie ist es denn heute? Was kann heute getan werden, um eine derart verheerende Ausbreitung eines Virus zu verhindern oder zumindest ein bisschen einzuschränken? Ja, das, was man heutzutage machen kann und sollte, das ist festgelegt in Plänen, die sich auf solche Ausbrüche vorbereiten. Das sind ja Pandemien, die die ganze Welt betreffen. Es gibt internationale Gesundheitsvorschriften, es gibt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Es gibt in Europa das Europäische Center for Disease Control und es gibt natürlich das Robert-Koch-Institut in Deutschland, die in Influenza-Pandemieplänen vorgeben, was zu tun ist. Also dazu gehört zum Beispiel, dass man eine gute Surveillance hat, das heißt eine gute Überwachung und Meldepflicht. Die Infektions- und Todesfälle werden verfolgt. Man modelliert daraus, was man dann erwartet. Breitet sich die Epidemie aus oder nicht? Das ist das eine. Dann gibt es Präventionsmaßnahmen, das heißt, man bereitet sich durch Impfungen vor, man hält ausreichend viele Impfdosen vor und man bestimmt die Risikogruppen. Und dann gibt es natürlich Hygienemaßnahmen, das heißt Mundschutz, Händewaschen ist sehr wichtig bei der Grippe, Patientenisolierung, das heißt die Patienten, die Erkrankten sollten gar nicht in der Öffentlichkeit auftauchen, also entweder zu Hause bleiben oder im Krankenhaus in gesonderte Zimmer bringen. Gemeinschaftseinrichtungen müssen eventuell geschlossen werden. Öffentlicher Nahverkehr, so wie es damals auch bei der spanischen Grippe passiert ist, kann dann eventuell zum Erliegen kommen, wenn die Situation ernst wird. Dann müssen die Patienten vernünftig versorgt werden im Krankenhaus mit Medikamenten, die ja nicht so ganz einfach zu benutzen sind, weil es Nebenwirkungen gibt und die nicht sehr gut heilen bei der Grippe. Und Antibiotika eventuell geben, wenn noch bakterielle Infektionen dazukommen. Das Krankenhausmanagement muss verbessert werden. Infektionshygienische Maßnahmen, also Reiseverkehr, muss eventuell eingeschränkt werden. Und natürlich muss die Bevölkerung informiert werden und es muss eine gute Kommunikation stattfinden. Also viele Maßnahmen, die hier erforderlich sind in so einer dramatischen Situation. Bei so vielen Maßnahmen könnte sowas wie vor 100 Jahren das nochmal passieren? Einerseits sind wir sehr viel besser vorbereitet auf eine solche Situation. Wir haben auch andere Lebensumstände im Moment in vielen Ländern. Also wir haben keinen Weltkrieg im Moment. In Deutschland haben wir eine viel bessere Gesundheitssituation, aber in vielen anderen Ländern ist das eben auch nicht so. Da gibt es Bürgerkriege, Kriege und auch eine viel schlechtere Gesundheitssituation. Wenn man gesundheitlich gut darauf vorbereitet ist, in einem gesunden Körper, kann sich die Grippe auch nicht so ausbreiten wie in einem unterernährten Körper, der vielleicht auch andere Erkrankungen hat.
Die spanische Grippe war in vielerlei Hinsicht auch was sehr Besonderes. Also es hat vor allen Dingen Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren betroffen. Heutzutage ist das ja bei der normalen Grippe so, dass eher die sehr jungen Personen, also Kinder unter 5 Jahren oder über 65-Jährige betroffen sind oder Geschwächte. Das war da anders. Und es war eine Mutation dort, die auch zu einer hohen Sterblichkeitsrate geführt hat. Aber wenn so etwas wieder passiert, dass also eine Mutation sich verbreitet, dann gibt es natürlich immer auch eine Gefahr. Immerhin gibt es viel mehr Menschen auf der Erde als vor 100 Jahren. Es gibt Regionen, wo es eine sehr große Überbevölkerung gibt. Da kann sich das Virus natürlich sehr schnell ausbreiten. Auf der anderen Seite haben wir gute Methoden, so eine Pandemie einzugrenzen. Gehört zu diesen guten Methoden auch die Impfung? Ja, die Impfung ist natürlich sehr wichtig, aber im Gegensatz zu vielen anderen Infektionskrankheiten, die durch Viren ausgelöst werden, haben wir eine Impfung, die man jedes Jahr neu machen muss. Deswegen muss man sich jedes Jahr neu gegen die saisonale Influenza impfen. Und in so einem Pandemiestamm kann es natürlich sein, dass das so schnell geht, dass man gar nicht dahinterherkommt mit der Produktion eines Impfstoffs, der genau für dieses Virus dann gemacht ist. Das Virus kann schnell mutieren und wenn zwei Viren in einem Organismus landen, in einem Schwein, in einem Vogel oder auch bei Menschen, dann kann es einen ganz neuen Virustypen geben, auf den wir vielleicht noch nicht so gut vorbereitet sind. Sagt Professor Jürgen May, er ist Infektionsepidemiologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Danke dafür. Gerne. Gute Nachrichten in dieser einen Stunde History. Dass uns nochmal sowas passiert wie die spanische Grippe, das ist eher unwahrscheinlich, haben wir eben gehört. Aber Matthias, trotzdem gehören solche Pandemien irgendwie zur Menschheit dazu, oder? Naja, also ich denke schon, denn wenn wir mal zurückblicken, dann finden wir kaum eine historische Epoche, in der es keine schlimmen Krankheiten mit vielen Millionen Opfern weltweit betrachtet gegeben hat. Insofern müssen ja nur irgendwo auf der Welt unhygienische Umstände herrschen und es verbreitet sich irgendwo ein Virus und das ist dann in unsere sehr mobilen Welt schnell um den Erdball getragen werden könnte. Wir haben das Ende der 80er Jahre beim HIV-Virus erlebt, das für die todbringende Krankheit AIDS verantwortlich ist. Seit Anfang der 2000er Jahre sind weltweit 11 Millionen HIV-Erkrankte gestorben. Insgesamt sollen es mehr als 37 Millionen sein. Jahr für Jahr kommen derzeit etwa 2 Millionen Neuinfektionen hinzu. Rund 21 Millionen befinden sich in einer lebenserhaltenden oder zumindest lebensverlängernden Therapie. Angesichts dieser Zahlen kann man von einer Epidemie sprechen, die trotz verbesserter Medikamente und Therapieform uns alle im Griff hat. Aber es hat ja auch in unserer Zeit Grippewellen gegeben, an denen viele Menschen gestorben sind. Aber das waren dann keine Pandemien. Nein, das waren keine Pandemien. Und die letzte ist sicherlich am bekanntesten geworden wegen ihres Namens. Das war nämlich die Schweinegrippe, die 2009 grassierte und mehr als 18.000 Tote forderte. Wesentlich schlimmer war die asiatische Grippe Ende der 50er Jahre, der mehr als 1 Million Opfer zugeschrieben werden. Genauso schlimm war die Hongkong-Grippe von 1968. Man sieht, es kann immer mal wieder dazu kommen, dass Grippewellen die Menschen in Todesangst versetzen. Ob Impfen hilft, ist zumindest umstritten. Im letzten Winter erkrankten auch geimpfte Personen, weil das Grippevirus mutiert war und dem Impfserum trotzen konnte. Schaden dürfte es nicht, aber hygienische Vorsichtsmaßnahmen sind sicher auch sehr hilfreich. Also nicht nur impfen lassen, sondern auch immer gut die Hände waschen. Hab verstanden. In der nächsten Sendung sprechen wir über die älteste Universität Europas. 1088 ist die gegründet worden in Bologna. Könnte man ja meinen, dass die Menschen damals vor 930 Jahren was Besseres zu tun hatten als Hausarbeiten schreiben und dicke Wälzer lesen. Wenn sie denn überhaupt lesen und schreiben konnten, das ist ja erstmal Voraussetzung dafür. Sprechen wir drüber in der nächsten einen Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bye bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.